Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der Dezember-Ausgabe der Blissin-Box für dich. Das schaut heute so aus. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissin-Box ist eine französische Box, die so ein bisschen... ich weiß nicht, der Underdog ist. Ne? Sie kostet 17,90 Euro pro Box und pro Monat, enthält ungefähr 5 Beauty-Produkte jeden Monat und ist sehr, sehr liebevoll gestaltet. Oh mein Gott, also jeden Monat erscheint sie für mich immer sehr, sehr überraschend aufs Neue. Gut, wir haben jetzt dieses Mal so einen komischen Umschlag mit dabei, aber, wir haben so ein süßes kleines Täschchen mit dabei, was mich einfach umhaut. Und ja, also es ist alles ein bisschen anders bei dieser Box und da gibt es auch ein Beauty-Profil, was man allerdings auf Französisch erstellen muss. Es wird aber intensiv auf dieses Beauty-Profil eingegangen. Ich sehe das immer wieder, wenn ich auch die Unboxings von der lieben Unbox-Butterfly Nicole sehe, die ja auch diese Blissin-Box erhält, dass da doch sehr, sehr große Unterschiede drin sind, weil einfach drauf geachtet wird, welche Hautbedürfnisse wurden angegeben, welche Präferenzen, was Haarpflege angeht, was Schminke angeht und so weiter. Das finde ich einfach geil. Ja. Und ja, das ist jetzt die Dezember-Variante. Falls du Bock hast, dir die Box gegebenenfalls auch zu holen, habe ich dir unten in der Infobox mal einen Link reingesetzt. Dadurch sammle ich Blissin-Points und du bekommst die Box dann ein bisschen günstiger. Problem ist immer noch bei der Blissin-Box, dass die Homepage auf Französisch ist, was man natürlich im Browser umstellen kann. Oben, ne, da stelle ich immer auf Deutsch übersetzen ein oder so. Und dass man wohl irgendwie nur mit Kreditkarte bezahlen kann. Das ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Naja, auf jeden Fall habe ich hier jetzt die Christmas Nights Edition. Und das Heftchen ist dieses Mal nur halb so groß wie sonst. Da bin ich ein bisschen überrascht. Hier steht das Ganze auf Französisch drin. Und weil ihr mich in den letzten Malen darauf hingewiesen habt, dass ihr das deutlich schöner findet, wenn ich euch das einfach so frei übersetze, versuche ich das jetzt auch wieder. Falls euch das mit diesem ganzen Übersetzungsgedönsen zu lange dauert, habe ich hier unten Timestamps, da könnt ihr weiterhüpfen, falls ihr einfach nur die Produkte sehen wollt. Ne? So, Editorial. Plonger au cœur d'un Noël plus extraordinaire que jamais. Also irgendwie sollst du dein Herz ein bisschen mehr schlagen lassen an Weihnachten und es soll alles extra orbitant sein als sonst. Le mot d'ordre, keine Ahnung, après minuit place à la magie. Es soll auf jeden Fall nach Mitternacht kommt auf jeden Fall die Magie. Vous êtes invité à la plus folle de nuit de Noël. Wir sind alle auf jeden Fall in die tollste Weihnachtsgeschichte eingeladen worden. Satinierter Teint, Pochette de Soirée, eine abendliche Pochette, ist das eine Pochette, würde ich sagen, Pailletten, et Plume de Paon exigé, keine Ahnung, was Paons sind. On vous promet un mois encore plus fantastique, car la coutumie qu'on compte bien célébrer en beauté cette année. Also wir sollen auf jeden Fall irgendwas mit Schönheit feiern, Leute. Après tout, on a quelques années de fête à rapporter, non? Nach allem, was wir so... on a quelques années de fête. Wir haben viele Jahre des Feierns. Rattraper, keine Ahnung, dass man sich irgendwie zurecht machen soll oder so vielleicht für diese wunderschöne Fete. Croyez-nous, la nuit de Noël est loin de se terminer. Ja, vertrau uns, die Nacht von Weihnachten de se terminer est loin, ist kurz vorm Kommen. Irgendwie so würde ich jetzt mal so sagen. Also das wäre jetzt meine grobe Übersetzung. Falls euch das alles zu schwammig ist und euch das nicht gefallen hat, habe ich euch hier auch mal zwischenzeitlich eingeblendet, was es tatsächlich heißt. Denn es kann natürlich sein, dass mein Französisch, was ich seit Jahren nicht mehr richtig verwendet habe, ein bisschen eingerostet ist, ne? Aber gut, hier haben wir die Produkte aufgeführt. Die Preise sind mittlerweile auch nicht mehr mit drin, was ich ein bisschen schade finde. Dann haben wir hier im Heftchen auch immer so ein paar, alles auf Französisch halt, ne? Limitierte Editionen, ne? Also das ist so krass, was man da halt bekommen kann.
Richtig, richtig krass. Zu einem guten Preis. Jetzt heute habe ich noch eine E-Mail bekommen, dass schon wieder eine PMD Limited Edition ist. Das ist ja mit diesem Rose Quartz Roller, den ich auch habe, der sagt teuer ist, aber allein die Edition an sich ist günstiger als der Roller an sich, beziehungsweise dieses Vibrationsvieh. Ja, und dann haben wir hier noch so ein paar Produkte und es ist halt immer so, dass wenn du dort online shoppen gehst und du Abonnent des der Box bist, bekommst du eh alles günstiger. Also das lohnt sich schon. Es ist ein interessanter Shop, wo man mal vorbeigucken kann. Aber zuallererst finde ich sehr interessant, mal in die Box zu gucken, denn ich rede schon über 5,5 Minuten. Ich gucke zuallererst mal in dieses Vieh hier rein. Une partie de vos produits vous attend bien au show ici. Irgendwas ist hier auch heiß drin. Und da fange ich doch mal an mit einer Maske, würde ich sagen, oder? Von Bahia Paris Tropical Shot Exfoliant Poudre Corp. Nee, ist keine Maske. Ein Body Powder Scrub. 100% natürlichen Ursprungs. Das ist halt auch immer so eine ganz interessante Geschichte bei der Blissim Box, dass die Inhaltsstoffe halt immer recht natürlich sind. Mit Kaffee, Kokosnuss und Rizinusöl, Castor Oil. Und das scheint ein loses Produkt zu sein. Wie viel haben wir denn hier drin? Achso, Single Dose ist das quasi, ne? Ja, ist lose. 20 Gramm sind hier drin enthalten. Ja, freitags habe ich immer meinen Peeling-Tag, also dienstags und freitags. Und das wäre dann ja quasi morgen, ja. Sehr cool, denn ich packe das, die Box am Donnerstag aus, kommt aber später online. Dann habe ich hier noch von Speciology Clinical Formulation Après Shampooing Sublimateur. Mhm. Also quasi, ich würde sagen, irgendwas mit Arganöl, dass es so ein Conditioner ist. Ja, da steht es auch, Conditioner. Das spendet Feuchtigkeit, repariert und macht geschmeidig. 33 Milliliter sind hier drin enthalten. Ich freue mich immer, wenn ich Conditioner in Boxen drin habe. Hier habe ich ein kleines Flashback zu dem Adventskalender, wo wir doch ziemlich viele Conditioner drin hatten, muss ich gestehen. Es war ein bisschen ulkig. Achso, ich wollte hier die Produkte schön hinstellen. Ne? So. Und in diesem nicht ganz so schönen Umschlag habe ich dann noch ein drittes Produkt drin und zwar von Gleim Look at That Glow, ein Brightening Serum mit 95% natürlichen Inhaltsstoffen. Es ist vegan, 25 Milliliter mit Hyaluronsäure und Vitamin C. Jo, ne? Kann man auf jeden Fall dann auch ganz schön verwenden. Und ich glaube, Gleim ist eine Marke, die wir öfters auch schon mal in dieser Box drin gehabt haben. Finde ich cool. Doch. Kann man machen. So, dann weiß ich nicht, ob dieses Säckchen oder Täschchen an sich vielleicht auch einen Wert hat. Manchmal verkaufen die nämlich genau diese Taschen, die uns mit reinlegen, auch in dem Online-Shop. Denn hier ist auch extra so ein Viech dran, wo Blissim draufsteht. Und das ganze Safe halt auch echt schön als kleines Portemonnaie oder sowas verwenden. Ne? Das finde ich echt süß. Und wenn man das aufmacht, sehe ich hier was Krasses drin. What? Okay, ich weiß nicht, ob ich den schon habe. Ich glaube schon. Von Fenty Beauty einfach mal ein Full Face Killer Watt Freestyle Highlighter Duo. Alter, 2x 3,5 Gramm. Ja, das ist krass, ne? Aber das haben wir öfters mal, dass hier einfach mal so ein Viech drin ist. Metal Moon steht hier drauf. Creamy Long Lasting Endless Ways to Glow. Ich bin da immer wieder schockiert von. Wir hatten auch schon mal so eine Full-Size MAC-Mascara und sowas drin, ne? Aber ich glaube, genau den habe ich schon. Das ist natürlich jetzt schade Schokolade, weil das jetzt das Highlight der Box ist. Aber es ist geil. Ja, Hammer. Ja, den habe ich schon. Aber der ist so schön. Und meinen nehme ich dann auf jeden Fall ins Full-Face-Beauty-Boxen mit rein. Und ihr könnt euch darüber freuen, dass der hier auf jeden Fall dann demnächst mal verlost werden wird. Also in einem Gewinnerpaket drin landet. Denn ich heute noch dem Briefträger 27 Verlosungsboxen mitgegeben, Leute. Er musste lachen und zwischenzeitlich ist sein Akku von seinem Scanner leider gestorben. Und dann hat er einfach auf dem Online-Vieh, was ich da gemacht habe, unterschrieben und mir quittiert, dass er alles mitgenommen hat. Ja, ist crazy. Aber Hammer, ne? Haben wir hier einfach. Und allein so ein Ding. Wenn ich das bei Sephora oder so kaufe, das kostet doch safe irgendwie 30 Euro oder so. Und das ist halt immer das, weswegen ich die Blissim-Box so absolut spektakulär finde. Du hast da einfach total unvorhersehbare Produkte auf einmal drin. Geil. Finde ich cool, ne? Echt cool. Und mein Full-Face-Beauty-Boxen schminke ich ja immer zum Ende des Monats, beziehungsweise ich warte immer ab, dass ich alle Boxen im Laufe des Monats bekomme. Und wenn dann alles bei mir eingetroffen ist, dann haue ich mir die ganzen Geschichten gleichzeitig ins Gesicht. Hört sich total crazy an. Aber einfach, um zu gucken, wie die miteinander funktionieren und ob die Produkte nicht nur schön aussehen, sondern auch gut funktionieren. Das finde ich immer sehr interessant. Deswegen, stay cute. Ja, und eins haben wir hier noch. Und zwar ist es von Garancia. Das ist eigentlich auch ein relativ, ich glaube, oder? Ist Garancia nicht eine relativ hochpreisige Marke? L'Arme de Fantôme. Roll-on Multi-Action Paupière et Yeux. Ach, guck mal, für die Augen ist das, ne?
Das soll halt hier Antifalten und Anti-Push und Anti-Cern und Anti-Blablabla hydratisieren. 3 Milliliter haben wir hier drin. Finde ich süß, ist ein Roll-On. Und da kannst du dir einfach mal zwischendurch die Augen auffrischen. Es sei denn, du bist jetzt gerade so Full-Face geschminkt, da könnte ich das jetzt nicht einfach drüber hauen. Aber wenn ich jetzt so ganz regulär zu Hause sitze und meinen Schneidetag zum Beispiel habe und nicht einen Drehtag, dann sitze ich einfach den ganzen Tag gefühlt in Chillklamotten, Schlafanzug, was auch immer, ne, Jogginganzug vor meinem Laptop. Und da mache ich mir ab und an auch mal hier zum Beispiel so ein Glossybox. Ist das jetzt, sorry, ist die Konkurrenz Blissim, aber ne, so ein Hydration Mist ins Gesicht oder halt sowas dann einfach, ne, unter die Augen. 1A, weil trockene Luft, ne, Heizungsluft, Kamin an, rampampam, da hast du jetzt echt eine niedrige Luftfeuchtigkeit und deswegen finde ich das cool. Finde ich echt cool. Mensch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, meiner Meinung nach, Produkte. Geile Box. Also ich habe eben auch schon andere Boxen ausgepackt und es ist tatsächlich so, zum Ende des Jahres hin hauen die Boxenleute nochmal einen raus, einfach um so eine Art Weihnachtsgeschenk den Abonnenten auch mitzugeben. Ne? Das Ganze wird dann etwas gemütlicher, etwas liebevoller und etwas mehr glitzernd und shiny piny. Und das finde ich cool. Also, dass man da halt sich auch wirklich dann so auf die aktuelle Zeit bezieht. Ne? Welche Jahreszeit, welcher Monat ist es und so. Und deswegen gefällt mir das auch so gut. Wir haben hier einen 1A-Inhalt von der Box, der wirklich auch schön auf das abgestimmt ist, was ich auch online angegeben habe. Ich liebe Augenpflege, ich mag richtig gerne Serien. Das hier haben wahrscheinlich alle mit drin, also auch die liebe Nicole wird das mit bei haben. Scharfi, voll Scharfi. Den Highlighter habe ich auch in der Farbe, die mir passen wird, weil ich einfach so eine richtige krasse Blassbirne bin. Ein schönes Body Scrub, einen schönen Conditioner. Also ne, für mich einfach so eine Box, wo ich sage, ja, da lohnt sich die 17,90 € monatlich zu investieren. Also ich finde es cool. Und deswegen, wenn ihr Bock habt, schaut in der Infobox vorbei. Ich bin absolut begeistert dieses Mal auch wieder. Manchmal hat man nicht so viel Glück, aber dieses Mal haut so wieder einen raus und ja, das war's dann auch hier von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!